Und damit ein herzliches Willkommen, meine lieben Freunde. Heute zeige ich euch direkt mal unser Ziel und das ist der Bienenstock, meine lieben Freunde. In dieser Folge geht es weiter mit Terraria. Ja, meine lieben Freunde, in dieser Folge gibt es wieder eine weitere Geschichte hier mit dem Zero zu erleben. Und ich hoffe, ihr seid mit dabei, denn wir müssen unsere schwulen Fledermausflügel, wollte ich schon sagen, unsere schwulen Schmetterlingsflügel loswerden. Da möchten wir uns gerne Dämonenflügel von bauen. Und da haben wir eigentlich alles schon für, außer Punkt, 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 die Seele der Nacht. Da brauchen wir noch 8 Stück von. Die müssen wir uns jetzt besorgen. Da warten wir, bis es dunkel wird. Da müssten ja eigentlich so die ein oder anderen Monster rumschwirren, die sowas fallen lassen, was ich hoffe. Ja, den Bienenstock möchten wir besuchen, unter anderem, weil wir die Bienenkönigin ja nochmal spawnen möchten und somit dann einen weiteren NPC erscheinen lassen, der dann irgendwie in der Wüste oder so oder in irgendeinem Zeitpunkt, bestimmten Zeitpunkt erscheint. Der kann uns nämlich ein Jetpack verkaufen, habe ich gehört. Und ich weiß ja nicht, ob das vielleicht besser ist als diese Flügel hier, aber das sehen wir alles gleich. Nach einem kleinen Schnitt geht es hier sofort weiter. Den werdet ihr aber nicht groß bemerken. Ich muss hier nur noch mal eben das Inventar ein wenig entleeren. Obwohl, das kann ich auch so wegschmeißen. Hier, Schlammblock kann weg hier, der Müll, die Scheiße hier. So, komm, hier eingepackt und weggeschmissen. So, so sieht's aus. Zack, hier haben wir noch ein bisschen Spinnen. Netze und ein bisschen Bienenstock haben wir sogar auch schon mitgenommen. Ich weiß ja nämlich nicht, ob ich das so craften kann oder an irgendeinem Dämonenaltar oder ob ich das so irgendwie bauen kann, weiß ich nicht. Aber mal sehen. So, was habe ich denn jetzt hier noch zum Abgeben? Nee. Ach, unten sind wahrscheinlich die Sterne, ne? Ist ja jetzt auch egal. Die packen wir uns dann einfach mal hier hin. So, ist jetzt mir zu blöd, einfach jetzt wieder unten hinzurennen. Hier und die Spinnennetze können auch weg. Die, nee, ist nicht gut mit dem Platz und so. Ne, ihr wisst, was ich meine. So, alles klar. Dann fliegen wir jetzt mal Richtung Bienenstock, meine lieben Freunde, und schauen mal, wie es weitergeht. Nach dem kleinen Schnitt geht es hier sofort weiter. Bis gleich. So, kleiner Schnitt und weiter geht's hier bei Terraria. Wie versprochen, werden wir uns jetzt auf den Weg machen und mal zum Bienenstock wandern und uns ein bisschen Honig abzapfen, denn wir brauchen folgende Items für die Bienenkönigin, die wir da ja spawnen möchten. Da brauchen wir einmal diesen Bienenstock an sich ein paar Blöcke für. Dann brauchen wir noch ein bisschen Honig dafür. Und dann brauchen wir noch irgendwas. Ich glaube, Hornissenstachel oder sowas. Ich weiß es aber nicht genau. Ja, und in der letzten Folge habe ich euch ja erzählt, wir bräuchten die Seele des Lichts. Das stimmt gar nicht. Wir brauchen die Seele der Nacht, um uns Dämonenflügel herstellen zu können. Das haben wir auch noch vor in der Folge. Also ich will mal hoffen, dass wir hier jetzt das ein oder andere Zeug davon finden. Hier habe ich eine Höhle gebaut, aber da müssen wir nicht hin. Blutegel-Style! So. Weggeblutegelt. So. Gut, dass die sich nicht an mir festsaugen. Das wäre nicht so schön. Hä? Was ist das hier? Was für eine fliegende Kreatur? Ein fliegender Fuchs? Was ist das denn, Alter? Stirb! Oh mein Gott! Was sind das für Viecher? Boah, die hat ja hier einen richtigen Buddy-Slam gemacht. Boah, what the fuck? Voll die Fische hier. Was ist denn da los, ey? Oh ja, lasst ihr mal vielleicht Seele der Nacht fallen? Was ist das denn hier für eine Höhle? Ach, die habe ich mir... Genau, ich habe die Folge ja schon mal versucht anzufangen. Und dann hat mich irgendeiner angerufen. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Ja, und dann habe ich natürlich auf Pause gedrückt, bin gestorben und konnte somit die Folge hier nochmal neu beginnen. Deswegen ist hier schon so ein kleiner Tunnel vorgegraben. Das heißt, ich muss hier irgendwo gestorben sein. Ich habe es noch nicht mal mitbekommen, wie. Ach komm, dann lass mich doch in Ruhe, weißt du? So. Oh Gott! Wir müssen weiter runter, wir müssen weiter runter! Geh weg von mir! So, du bist Geschichte. Ein Schildkrötenpanzer habe ich bekommen. Was ist das denn? Kann ich den anlegen? Das wäre voll witzig. Material nur, okay. Kann ich da irgendwas mit bauen vielleicht noch? Irgendwie eine Schildkrötenrüstung oder sowas? Keine Ahnung. So, ihr seid tot. Ach, hier bin ich gestorben. Guck mal, hier liegen die ganzen Goldmünzen. Und hier ist mein Grab sogar.
Ja, es muss hier passiert sein. Meine lieben Freunde da draußen, hier bin ich gestorben. Ja. Ach, das ist gar kein Wasser, korrekt. So, wo bin ich denn jetzt hier mal auf der Karte? Mal eben schauen, das müsste eigentlich der richtige Weg sein. Perfekt. Oh mein Gott. Wie viele? So, jetzt nicht mehr. Jetzt sind alle tot. Da kann ich mich wiederum nicht durch... Oder ich probiere jetzt mal das Zeug hier abzugraben. Geht das? Nee. Ey, es gibt's ja gar nicht. Meine Axt oder... Oh, ich wieder mit meiner Sprache hier. Mein Bohrer, der ist zu schwach dafür anscheinend. Der kriegt den einfach nicht abgebaut. So. Oh, wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Au! Nein, ich sterbe so... Nein! Das ist doch nicht wahr. Ich war doch schon da. Oh, ich hasse das. Ich hasse das einfach, wenn es dunkel ist und man nichts sieht. Es ist zum Kotzen. Jetzt muss ich wieder dahin rennen. Scheiße, ey. Egal, machen wir eben zusammen. Das schneide ich jetzt nicht raus. Aber ich muss mich auch ein bisschen beeilen heute. Ich muss gleich schon wieder weg. Deswegen wird die Folge ein bisschen knapp hier. Ich habe, glaube ich, eine Idee. Ich baue mir einfach ein Haus da unten. Deswegen habe ich auch das Material mitgenommen. Ich habe mir auch ein bisschen Stein und Wand und so mitgenommen und ein Bett sogar. Falls es wirklich mal dazu kommt, dass wir geil drauf sind, ein bisschen im Untergrund zu bleiben. Oder wenn ich irgendwie mal weg muss, zwischenzeitlich in einer Folge, dass ich da dann direkt auch wieder anfangen kann. Und ihr nichts verpasst von dem Let's Play. Ne? Das ist ganz schön wichtig für mich jetzt. Dass ihr nichts verpasst, meine lieben Freunde. Das wollen wir ja nicht. Aber hier können wir ja sowieso schon mal eigentlich einmal spawnen, wenn ich das mal so sagen darf. Da müssen wir nicht immer so weit rennen. So. Und hier kann ich mir ja so einen kleinen Weg bauen einfach. Ja. Kann man raus und kann man rein, meine lieben Freunde. Das mögen wir doch gerne. So. Und wieder ab hier runter in die Hölle. Wollen wir uns mal wieder unsere Goldmünzen wiederholen, die da ja auch irgendwo flöten gegangen sind. Ne, hier war der Tunnel, genau. Mach ich mal ein paar Fackeln hin, dann sehe ich auch was. Ah, wieder so eine Alter, jetzt kommen hier die Geister und alles. Verreck doch. Und du auch, du blöder Geist, du Monstergeist, du Monster. So, jetzt... Noch eine Fackel setzen. Fackel, Fackel. Hier irgendwo bin ich gestorben. Ich weiß nicht wo. Oh mein Gott. Da bin ich gestorben. Boah, es sind aber auch einige Insekten hier unterwegs. So. Die stacheln mich hier und pieksen mich und beißen mich. Das ist nicht in Ordnung. Aber flieg doch da hoch, Mann. Oh, unsere schönen Goldmünzen. Zwei Stück waren das nämlich, ja. Okay, ist jetzt nicht viel, aber ein bisschen. Ne? So, dann bohren wir uns jetzt direkt einfach mal straight da rein. So, dann brauchen wir gar nicht da unten hin. Hier ist auch noch irgendwo Titan, habe ich gesehen. So, die Bienen sind auch alle tot. Jetzt will ich mal schauen, wie das genau funktioniert hier. Mit dem Aufsammeln bin ich mir gar nicht so sicher. So, wie geht denn das jetzt hier? Ich sterbe so... Nein! Ey, das ist doch nicht wahr. Die Drecksäcke. Aber ich bin ja zum Glück hier gespawnt. Ja, gut, gut. Ist ja in der Nähe eigentlich. Da brauche ich mir unten gar kein Haus bauen. So, hier. Das darf ja nicht wahr sein, die blöden Säcke, ey. Ich habe aber auch kaum Energie. Wenn ich immer sterbe, dann habe ich nicht volle Energie, wenn ich wieder da bin. Die muss ich erst wieder aufladen. Und in der Zeit bin ich aber schon längst wieder hier vor Ort. Und, ja, ihr seht ja, was dann passiert. Was ist das denn hier für eine schöne Kiste? Hier war ich auch schon mal gewesen. Aha. Nee, hier will ich jetzt nicht unbedingt hin. Das war auch am Anfang, ne? Das war, glaube ich, der Rückweg vom Bienenstock sogar. Kann ich mich noch dran erinnern? Wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Hier ist noch ein bisschen Titan. Auch nicht schlecht. Können wir auch mal eben mitnehmen. So. Und hier bin ich gestorben, hier in dem Drecksloch. Lass mich doch in Frieden, Mann. Hier. So, hier ist wieder unser Zeug. Hier ist unser Grab. So, und wie zum Teufel mache ich das jetzt hier mit dem...
kann ich das nicht füllen? Wieso kann ich das nicht füllen? Ich kann das auch nicht wegschmeißen oder so. Was ist, wenn ich es ins Inventar packe? Vielleicht dann. Oh, nee, auch nicht. Warum nicht? Wieso kann ich die nicht füllen? Das frage ich mich. Ganz schön komisch. Hm. Ja, wie genau ich das jetzt mache, weiß ich gar nicht. Ich kann es nicht füllen, ich kann es nicht... Nee, nicht wegschmeißen. Fallen lassen will ich die einfach mal. So. Aber die sind nicht... Wie fülle ich die Teile denn auf, bitte? Hm. Also es geht nicht. Ich kann sie nicht füllen, die Flaschen. Das ist ja jetzt sehr deprimierend. Ich habe auch keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Ja, ist ja gut, mein Gott. Oh, vielleicht so irgendwie auch nicht. Ich kann keinen Honig sammeln, warum nicht? Ist ja voll scheiße. Oder geht das mit irgendwie einem anderen Knopf? Nee, auch nicht. Also ich weiß nicht, wie das funktionieren soll. Da muss ich mich nochmal erkundigen, genau. Da ist ja unser erster Plan jetzt schon mal gescheitert, direkt. Ja. Dann machen wir uns jetzt mal auf den Weg hier raus, würde ich sagen. Und begeben uns, ich zeige euch das mal eben, weil wir spawnen ja sowieso hier, begeben uns hier in die Höhle bei Nacht aber. Und dann schauen wir mal, ob wir nicht vielleicht noch ein paar Seelen der Nacht abstauben können, sodass wir uns wenigstens Dämonenflügel zulegen können. Dann mache ich hier auch gleich nochmal einen kleinen Schnitt. Und dann schaue ich mal, wie das genau gemeint ist mit dem Honig. Wie man den genau einsammelt oder was man genau dafür braucht. Vielleicht kann ich den auch schon machen, nur ich weiß es nicht. Ja. Eben mal in die Hut. Ich bin ja schon da, korrekt. Cooles Häuschen eigentlich. So, jetzt schaue ich gerade mal im Crafting-Menü, wie genau das jetzt gemeint ist hier mit dem Honig. Aufgefüllter Honig. Ich brauche Honig. Wasser, Honig. Hm. Also das ist mir ein Rätsel. Furz im Glas. Nee, ich will auf jeden Fall Dämonenflügel. Ja, egal. Dann würde ich sagen, mache ich hier mal einen kleinen Schnitt rein. Erkundige mich mal, wie genau das gemeint ist mit dem Honig und so, wie man den auffüllt oder wie man den aufsammelt. Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Vielleicht machen wir das dann gleich erst nochmal. Mal schauen. Ich setze hier mal eben gerade einen kleinen Schnitt. Bis gleich. Ich bin euer Zero. Ja, und damit befinden wir uns hier wieder nach dem Schnitt bei Terraria. Ja, ihr seht's vielleicht. Ich habe hier so eine neue Waffe, einen magischen Dolch. Der ist ziemlich geil. Dann habe ich hier erstens einmal 15 Eimer für uns besorgt in der Zeit, wo ich jetzt den Cut gesetzt habe. Also jetzt nicht in der einen Sekunde, hat ein bisschen länger gedauert, da ich mir dafür noch ein bisschen Eisen abbauen musste. Und es ist mir ziemlich verrücktes Zeug entgegengekommen. Unter anderem so ein Eisgolem und ein Einhorn. Ja, ein Einhorn, habe ich auch erst nicht gedacht, aber es war wirklich so. Der ist zwar schlechter jetzt wie den ich habe, aber er sieht halt stylisch aus. Deswegen haben wir den angezogen und er bleibt jetzt auch dran. Ja, ich habe mir jetzt 15 Eimer besorgt für dementsprechend den Honig, den wir uns ja holen wollten. Da brauchen wir keine Gläser für, sondern Eimer. Genau. So. Und ich bin mal gespannt, ob das jetzt funktioniert, so wie ich mir das vorstelle. Übrigens haben wir auch Dämonenflügel jetzt. Da sind mir so viele Gegner entgegengekommen, dass ich ja ganz zufällig diese 20, 25 Seele der Finsternis oder so heißt das, Seele der Nacht oder so, ich kann es mir nicht merken. Haben wir auf jeden Fall jetzt und sieht auf jeden Fall viel besser aus wie diese komischen Schmetterlingsflügel, die wir demnächst aber auch verkaufen werden. Jetzt gucke ich gerade mal, jetzt bin ich viel zu weit gerannt. Oh, Zero. Der hat wieder nicht zugehört. Der macht wieder, was er will. Das geht so nicht. Da müssen wir uns eine Strafe ausdenken. Ja, werde ich bestraft, so mit Handschellen und so. Nein, Quatsch. Wir wollen ja jetzt nicht hier ins... Perverse übersteigen. Oder doch? Wollen wir mal ein bisschen pervers werden?
Hier die Mooshornisse, die geile Socke. Böse Namen. Böse Mooshornisse. So, hab ich auch noch nie gehört. Komm her, mein geiler Dschungelkriecher. Guck mal, dafür kriege ich auch noch Silbermünzen. Jetzt fühle ich mich langsam ein bisschen wie eine Prostituierte. Aber egal. Wir haben hier auf jeden Fall einmal eine Dschungelsprosse. Und die sind sehr gut für Grasklingen unter anderem. So, jetzt bin ich mal gespannt. Funktioniert das? Geil. Das geht. Cool. Da bin ich ja jetzt voll erleichtert und so. Wie viel haben wir jetzt? Geil. 15 Eimer voll mit Honig, Alter. So, und jetzt hauen wir schnell wieder ab. Wollen wir mal gucken, ob wir das Vieh jetzt spawnen können oder was? Habe ich denn genug Stacheln? Sag mal. Kann sein, dass ich noch ein paar Stacheln brauche. Wollen wir mal gucken hier, Mooshornisse. Komm her. So, ich, oh Gott, ich... Haut euch den Dolch rein, die Geschwindigkeit. Bam, 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 bam. Hardcore, ne? Zack, und jetzt hier, Bohrer, nein, Axt. So. Weggedisst. Bitch. So, weiter geht's. Nicht wundern, wenn ich wieder so komisch rede. Es ist 3 Uhr morgens, ich bin ein wenig müde. Und ich habe mir eigentlich geschworen, dann nicht mehr für euch zu Let's Playen, aber ich kann es wieder nicht lassen. Ich kann es einfach nicht lassen, zu Let's Playen, Jungs und Mädchens da draußen, meine lieben Freunde, so wie ich euch gerne nenne. Ach, warum schaut denn keiner Terraria mit? Der liebe Frank schaut immer mit und kommentiert. Was ist mit dem Rest? Gefällt euch Terraria nicht? Oh Mann. Aber egal, ich soll ja Spaß am Spiel haben und das habe ich auch. So muss das sein. Und der Frank als Zuschauer ist da... Das ist doch in Ordnung. Das gefällt mir, wenn ich Zuschauer habe, die auch mal ein bisschen was dazu schreiben und täglich mit dabei sind. Das hat schon was Feines. Dementsprechend... Oh nein, ich sterbe. Kann man auch die Geschichte so ein bisschen gestalten, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ach, wir gehen in die falsche Richtung. Oh. Mal hoffen, dass ich jetzt weit genug fliegen kann und flüchten kann. Und sterbe ich. Nein! Oh, das war knapp. Ein bisschen höher fliegen vielleicht. Hui. Mal schauen, gibt es hier eine fliegende Insel? Jetzt fliege ich bestimmt genau dran vorbei. So, nein. Nee, doch nicht. Okay. Hätte ja sein können. Hätte ja sein können. Vermutung und so, CSI. Flieg. Zero flieg. Er fliegt bis... Okay, jetzt bin ich endlich... Ja, wieso wachsen diese Bäume eigentlich nicht? Irgendwas mache ich doch falsch, ey. Nirgendwo wächst dieser scheiß Kackbaum. Warum? Egal wie weit und nah ich die auseinander oder zusammenstelle, sie wachsen nicht. Warum nicht? Oder dauert das so lange? Das wäre voll eklig, wenn das so lange dauert. So, jetzt schauen wir mal gerade. Wir brauchen übrigens noch diesen Bienenstock. Den habe ich aber. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Hier ist er. So, und die Stacheln, glaube ich. Ich weiß es aber nicht genau. Oh, jetzt nimm noch die richtige Kiste, Bengel. 2 Stacheln nur? Das geht aber gar nicht. Das geht aber überhaupt nicht. Habe ich nicht noch mehr? Warum habe ich denn nicht noch mehr? Ach, hier, guck mal, habe ich noch 9. Ja, so. Und jetzt? Kann ich mir das jetzt bauen, oder was? Wie geht denn das? Wie funkt denn das hier? Irgendwie geht das doch. Ach, ich habe das ja im Dings gesehen, nur... Scheiße. Ich habe das nur im Internet gesehen. Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich mir die hier bauen kann, einfach so. Wahrscheinlich nicht, weil mir noch was fehlt. Scheiße. Dann war alles umsonst. Nein. Das darf doch nicht wahr sein. Die muss doch hier irgendwo... Ach, leck mich doch am Arsch. Ist doch wahr.
Jetzt habe ich mir die Mühe gegeben, habe mir den Honig geholt, habe mir diese Teile abgebaut, habe mir Stacheln besorgt und was ist jetzt? Arschlecken. Nichts ist. Finde ich nicht in Ordnung. Ich glaube, ich habe irgendein Item zu wenig drin oder ein Item oder wie auch immer. Ich lasse das erstmal hier, weil wer weiß, ob wir das irgendwie noch gebrauchen. Ja, dann war ja das, was wir jetzt forten, eigentlich alles umsonst. Die Scheiße, ey. So, verkaufe ich. Und, ja, war ja für den Arsch jetzt eigentlich alles. Außer, dass ich jetzt einen Helm, Dämonenflügel und magische Dolche gefunden habe. Ich bin irgendwie unzufrieden. 56 Gold! What the fuck? Puh. Die lassen wir mal schön geschmeidig hier, würde ich sagen, oder? Finde ich in Ordnung. So. Das lassen wir jetzt alles mal schön hier. Oder kann ich mir irgendwie so eine Spardose kaufen? Wo ging das denn nochmal genau? Xavier, hast du was? Xavier, nein, du. Dass der nicht in Mannheim ist, das wundert mich. So, ich könnte mir vielleicht eine Schrotflinte kaufen. Das wäre noch drin. Hier, Frederik. Frederik. Nicht bei. Ah, ey, also Manuel gefällt mir besser. So, Tresor, 20 Gold. Willst du mich verarschen? Ein Sparschwein. Ja, komm, wir kaufen uns jetzt einfach. Ach, ich hab ja. Oh. Ich hab ja alles zurückgetan jetzt. Ich Volltrottel. Oh, nee. So, 56 Gold. Das ist ganz schön viel, du. Wo ist der Frederik? Hier, gib mir mal die Spardose her. So, dann tun wir jetzt gleich Gold rein. Disco-Kugel. Yeah. Funk. Funk. Korrekt. Richtig cool. Ja, was haben wir jetzt? Ein Sparschwein. Richtig cool. Wo packen wir uns das denn mal hin? Das gute alte Sparschwein. Packen wir immer mal einen Zehner rein, weißt du? Das Sparschwein. Packen wir das denn mal hin hier. Auf den Tisch hier. Komm. Geht das nicht? Doch, hier geil. Da kann ich jetzt schön das Gold reinlegen. So. Gefällt mir das. Sehr schön. Sparschwein für ein Gold. Ist ganz schön teuer, wenn man sich das mal überlegt. So, ins Inventar damit und rüber in die Spardose, Mann. Und da haben wir auf jeden Fall immer genug Gold am Start für irgendwelche Sachen. Geiler Scheiß. Ja, ich würde die Folge jetzt auch erstmal beenden, denn wir haben nicht wirklich was erreicht in der Folge. Ja, und ja, in der nächsten Folge weiß ich gar nicht genau, was ich mich jetzt trauen soll oder was ich mich nicht trauen soll. Es ist nicht so einfach, es ist nicht so einfach. Ich habe mir gedacht, in der nächsten Folge bauen wir einfach mal noch ein Stockwerk hier rein, damit so ein paar neue NPCs einziehen können. Ich glaube nämlich, hier ist alles schon voll. Von daher wäre das gar nicht so schlecht. Und alles Weitere sehen wir dann in der nächsten Folge, würde ich sagen. Falls es euch trotzdem gefallen hat, trotz Fehlschläge und ja, Abstürzen hier, würde ich sagen, lasst mir doch einfach mal ein Däumchen oder einen Kommentar hier. Ich bin euer Zero. Bis zum nächsten Mal hier bei Terraria.